Marta. Was ist? Die hackt unten. Er ist da. Wer ist da? Der, der es holen kommt. Haben wir ihm nicht gesagt, wir bezahlen nicht mehr? Hast du das vergessen? Aber er ist da und wie sie haben. Er sagte, er habe doch keinen Einfluss darauf. Wo ist er? Er sitzt dort. Er sagte, er hat nicht viel Zeit. Sag ihm, er bekommt nichts. Er bekommt heute nichts. Er bekommt nie mehr etwas. Wir bezahlen keine Schutzgelder mehr. Sag ihm, schützen können wir uns selber. Ich kann ihm das nicht sagen. Man sagt solche Leute sowas nicht. Ich höre, Sie wollen Geld von uns. Marta, no. Lass nur, ich mag das schon. Du machst die Kasse nicht auf. Es gibt kein Geld mehr. Haben Sie gehört? Sie kriegen kein Geld mehr von uns. Marta! Jetzt schauen Sie sich doch mal diesen Mann hier an. Der kommt, um das monatliche Schutzgeld zu kassieren. Halt den Mund! Ich rede, wie es mir passt. Kann jeder hören, was ich sage und was ich tue. Los, verschwinden Sie raus hier! Ja, raus mit ihm! Haben Sie nicht gehört? Na, los! Alter, bist du nicht so! Du weißt nicht, was du tust! Hier! Würdest du jetzt bitte das Essen servieren, damit es nicht noch kälter wird? So, komm, mach den Schal richtig zu, das ist kalt draußen, Ritchie. Hast recht. Die Luft ist nicht gut. Gute Nacht. Ciao, Karin. Gute Nacht. Komm gut nach Hause, Ritchie. Was sitzt du hier? Steh auf. Ein so schönes Geschäft. Das werden wir jetzt verlieren. Bleib hier! Schweine. Diese Feiglinge. Vom Fenster weg, Marta. Geh vom Fenster weg. Ja? Haben Sie heute früh schon die Zeitung gelesen? Wieso? Steht was drin? Eine Wirtin hat einem Schutzgeldkassierer vor allen Leuten in den Hintern getreten und rausgeworfen. Na, da werden wir bald noch mehr in der Zeitung lesen. Schon los? Ja, die haben uns heute Nacht das Fenster eingeschlagen. Sonst nichts? Ich wollte dir sagen, Marta, ich zahle auch nicht mehr. Und ich kenne einige, die sich das ebenfalls überlegen. Na, endlich! Du sagst, na, endlich, Marta. Aber uns allen ist nicht sehr wohl in unserer Haut. Gar nicht wohl. Dir auch nicht, was? Ja, mir auch nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, Marta, wir tun etwas. Aber du bist diejenige, die das größte Risiko trägt. Sie werden reagieren.
Und Sie müssen es tun. Sie müssen, Martha. Könnte sein, es geht um euer Leben. Ich habe euch etwas mitgebracht. Könnte sein, dass ihr das braucht. Ich will so ein Ding nicht. Ich lasse es euch hier. Weiß gar nicht, wie man damit umgeht. Leg's dir in die Kasse. Oder auf den Nachttisch. Verstehst du? Guten Appetit. Danke sehr. Sie wollten mich sprechen. Ja, ich wollte Sie Freunden vorstellen. Und das ist Oberinspektor Derrick. Guten Abend. Und sein Kollege Herr Klein. Sie wissen, dass wir uns mit Ihrem Fall beschäftigen. Ach, das ist kein Fall mehr. Eine Scheibe haben Sie uns eingeschlagen, das ist alles. Damit ist es nicht vorbei. Diese Leute vergessen nicht. Unsere Funkwagen fahren zwar jede Nacht hier vorbei. Es ist sehr nett, dass Sie uns besuchen. Und jetzt lassen Sie das Essen bitte nicht kalt werden. Was sagen Sie? Eine Frau ohne Angst. Mir wäre es lieber, sie hätte Angst, dann wäre sie vielleicht vorsichtiger. Aber Ihr Mann hat Angst. Ja, das hat er wohl. Carlo, wo bist du denn? Ich bin hier, am Fenster. Mach kein Licht! Ich kann nicht schlafen. Ich warte jede Nacht darauf, dass sie kommen. Das ist viel zu kalt, am offenen Fenster zu stehen. Wie siehst du aus? Setz dich. Ich bin in Angst. In Angst, die du nicht beschreiben kannst. Sie schnürt mir das Herz. Ach, das ist doch Unsinn. Ich hol den Graffer. Eben kam etwas Neues, Derrick. Wir arbeiten mit den Italienern zusammen. Sie schicken uns die Passagierlisten von Flugreisenden nach München. Und sie fanden einen Namen, zu dem sie etwas sagen konnten. Ein Mafiamann hat eine Reise nach München gebucht. Rückflug offen. Ein Italiener? Nein, ein Deutscher. Die Mafiatätigkeit ist vermutet, aber so gut wie sicher. Na, was macht ihr? Tja, wir werden den Mann nicht aus den Augen lassen. Funkfotos der Italiener. Das ist er. Die Italiener beschreiben ihn. Er sei intelligent, kaltblütig, gewissenlos. Das ist eine schöne Mischung. Der Mann hat vor Jahren in München gewohnt. Ist er euch schon mal untergekommen? Nee, bis heute nicht. Passenger Mr. Giulio De Maria, arriving from Frankfurt, please contact Lufthansa Special Service Room in Departure 3. Das ist er. Frau Simone Coxi, bitte Informationen abgeben. Sie nicht. Frau Simone Coxi, bitte. Zeit hinter Ihnen. Nehmen Sie ein Taxi. Danke, eine schöne Zeit. Ja? Ja, ich bin allein. Ja, gut. Die Polizei war am Flughafen? Ja, sie haben gewusst, dass sie kommen. Woher? Keine Ahnung. Sie sind ihnen gefolgt bis ins Hotel. Wollen Sie nicht gleich wieder zurück? Gegen mich liegt nichts vor.
Sie werden sich nicht frei bewegen können. Wie können wir zusammenarbeiten? Ich habe mir ein Zimmer genommen hier im Hotel. Wir können uns jederzeit über den Hausapparat verständigen. Na, das ist doch gut. Für die Polizei bleibt die Frage, warum Sie hier sind. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Sind Sie nervös? Na, wir sind alle etwas nervös. Wissen Sie eigentlich, dass ich einige Jahre in München gelebt habe? Haben Sie? Ich habe hier Frau und Kinder. Ich habe sie vor 8 Jahren verlassen. Von einem Tag zum anderen. Tja, was mir bis heute nicht leid tut. Wenn also jemand auf die Idee kommen sollte, was ich hier mache, ich könnte Lust haben, meine Familie wiederzusehen. Klingt das gut? Es klingt gut. Na. Zentrale? Hier ist Heine. Ich sage Ihnen jetzt einen Namen und eine Telefonnummer. Der Name ist Charlotte Heine, die Telefonnummer ist 18 23 14 und die 1. Mich interessiert, ob beides noch stimmt. Wollen Sie warten? Nein, rufen Sie bitte zurück. Ja, meine Frau ist oder war Lehrerin in einer Handelsschule. Die Kinder, ja, keine Ahnung, was die jetzt machen. Ich habe einen Sohn und eine Tochter, die sind jetzt, warten Sie mal, 18, 20. Heine? Zentrale hier. Beides gibt es noch, den Namen und die Nummer. Soll ich verbinden? Nein, danke. Das heißt, warten Sie. Verbinden Sie mich. Geht denn keiner ran? Bernhard, komm, jetzt geh doch mal ins Telefon. Geh du ran, Mama. Ich kann jetzt nicht. Ja, bitte. Wer spricht da? Heine hier. Wer ist am Apparat? Also melden Sie sich doch. Nein, war nicht für dich. Ja, hat sich jemand verwählt, oder? Ich weiß nicht, jemand sagte, wer spricht da und hat aufgelegt. Was ist denn mit dir? Die Stimme hat mich an jemand erinnert. Sie hat mich an deinen Vater erinnert. An meinen Vater? Tja, an deinen Vater. Aber keine Sorge, der ruft nicht an. Ja, und wenn doch? Tja, man hat aufgelegt. Wenn ich wüsste, dass er es ist, hätte ich aufgelegt. Ja, aber könnte er es denn gewesen sein? Was würdest du sagen, wenn gerade dein Vater angerufen hat? Hm? Ich würde sagen, scher dich zum Teufel. Und du gefälligst auch. Das Schlimme ist, dass die Geschichte, die hier passiert ist, auch in den italienischen Zeitungen gedruckt wurde. Das hat einige Leute von uns sehr böse gemacht. Haben Sie jemanden, der jetzt die Arbeit macht? Welche Arbeit? Die, die den Respekt wiederherstellt. Ich hoffe doch, Sie wissen, wie man sowas macht. Also dann bis morgen.
Sieh dir mal die Scheibe an. Die muss ich mir nicht ansehen. Ich weiß, dass du mit dem Ding umgehen kannst. Ist der Typ aus Rom gekommen? Ja. Du bist im Geschäft, wenn du alles richtig machst. Vergiss die Waffe. Du musst nur jemanden ins Krankenhaus bringen. Laura Heine? Wer spricht denn da? Laura? Vater? Wenn du es bist, dann leg bitte nicht auf. Nein, ich leg nicht auf. Warte einen Moment, lass mich erst mal hinsetzen. Wenn ich aufgeregt bin, dann muss ich mich immer erst mal setzen. Also, du hast heute schon mal angerufen, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Mama hat mit dir telefoniert. Sie hat deine Stimme erkannt. Aber du legst jetzt nicht auf, nein? Nein, ich lege nicht auf. Ist deine Mutter da? Nein. Ich höre gerade was. Warte mal eben. Mama, hört das am Telefon? Unsinn. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Vater. Also, wenn das dein Vater ist, leg auf. Ich rede nicht mit dem. Mama, er ist unser Vater. Charlotte? Was willst du? Ich rede mit dir, weil Laura es gerne möchte. Also, was ist? Warum rufst du an? Ich bin in München. Ich würde euch gerne sehen, dich und die Kinder. Frag ihn, wo er ist. Ist er hier? Wir könnten zu Abend essen und dann alles besprechen. Ach, du möchtest mit uns zu Abend essen und über alles reden? Weißt du was? Es gibt keinen Grund, über irgendetwas zu reden. Mama, wo ist er denn? Er will mit uns zu Abend essen. Warum tun wir das denn nicht? Der ist doch unser Vater. Euer Vater? Wisst ihr, wer euer Vater ist? Euer Vater war nie ein Vater und er wird nie ein Vater sein. Euer Vater ist ein gewissenloser Mensch ohne Verantwortung. Korrupt, gierig, maßlos. Euer Vater ist ein Egoist. Er führt das Leben eines Egoisten. Euer Vater lebt in einer Welt von Egoisten. Kann ich zahlen, bitte? Ja, super. Hat es geschmeckt? Ja, danke. Sehr gut. Stimmt so. Guten Abend, Herr Bischof. Guten Abend. Bitte. Danke. Was gab ich wie immer? Bitte. Und haben Sie auch wieder etwas für meinen Hund? Ja, der kriegt sein Fressen, aber auf dem Hof. Martha hat es nicht gerne im Lokal. Ich bringe es ihm selbst ran. Sehr schön, danke. Kommt herunter.
Das stellen wir nur wie hinbefohlen. Wir sind da und warten. Eine Situation, in die ich nie kommen wollte, nie. Mein Liebling, fall ihm nicht gleich in die Arme, wenn du ihn siehst. Hallo. Das also ist Laura. Herrgott, bist du hübsch. Du hast eine hinreißende Tochter. Bernhard, du siehst gut aus. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass es dir nicht leicht gefallen ist. Ich habe uns einen Tisch im Restaurant bestellt. Gehen wir? Rom ist einfach eine fantastische Stadt. Ich lebe sehr gern dort. Sie hat ein wunderbares Klima und damit meine ich jetzt nicht nur das Wetter, sondern das, was man Lebensklima nennt, versteht ihr? Natürlich, man liebt seine Heimat, das ist ganz klar. Aber ich finde, dann sollte man sich einen Ort suchen, an dem man sich wirklich wohlfühlt. Und in Rom fühlst du dich wohl? Charlotte, ich möchte jetzt nicht darüber reden, was dich und mich betrifft. Wir werden das tun später, weil wir es tun müssen, aber bitte nicht jetzt. Jetzt freue ich mich auf dich und die Kinder. Herr Heine, eine erwartet auf Sie, bitte. Ja. Ihr entschuldigt mich einen Augenblick. Ist das nicht schön, wie er von Italien erzählt? Sie handeln gegen jede Vereinbarung. Was soll das hier in der Halle? Der Idiot hat geschossen. Scaletti ist tot. Und was ist mit unserem Mann? Der ist davon gekommen. Er sagte, es hat ihn niemand gesehen. Na, dann ist doch alles in Ordnung. Aber Mord war doch nicht geplant. Es war nicht geplant, aber schlecht ist es auch nicht. Es könnte bedeuten, dass ich früher abfliegen kann, was mir nicht unlieb wäre. Entschuldigt bitte. Du hast hier auch Geschäfte? Wenige und nicht sehr interessante. Lasst uns weiter über Italien reden. Wollt ihr mich nicht mal besuchen? Dich besuchen? Heißt das, dass du uns einlädst? Das wäre schön. Ja, das ist eine Einladung. Zu der ich niemals meine Zustimmung geben werde. Was geschieht denn jetzt? Tja, das ist eine gute Frage. Und was geschieht jetzt? Fährst du zum Hotel? Ja, zu welchem Hotel? Nein, in dem der eine wohnt, der Mann da aus Rom. Ja und, was willst du von ihm? Ich will ihn sprechen. Tja, und wenn er dich fragt, ziemlich verblüfft, nehme ich an, was du von ihm willst, was sagst du dann? Sagst du ihm dann, wer du bist? Ja, das nehme ich wohl an. Waren Sie zufrieden? Danke, ausgezeichnet. Etwas fehlt noch. Schon wieder. Rosen für die Dame.
Vielen Dank für diesen bezaubernden Abend. Mama, die Blumen. Herr Heine ist mit seiner Familie im Restaurant. Mit seiner Familie? Also, gute Nacht. So, die nehmen wir nicht mit. Jetzt hört mir gut zu. Euer Vater hat heute Abend nicht ein einziges wahres Wort gesagt. Herr Heine? Ja, bitte. Mein Name ist Derek. Haben Sie einen Augenblick Zeit für uns? Wenn Sie mir sagen, worum es geht? Um Sie. Ein interessantes Thema für Sie? Gehen wir in die Bar. Darf ich erst mal fragen, mit wem ich es eigentlich zu tun habe? Ich bin von der Münchner Mordkommission. Das ist Inspektor Klein, mein Kollege. Mordkommission? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. So, jetzt sagen Sie mir aber bitte, was Sie auf dem Herzen haben. Wir kommen gerade von einem Tatort zurück. Der Inhaber eines italienischen Restaurants wurde erschossen. Schutzgeldsache, wissen Sie, er wollte nicht bezahlen, ja. Und da hat man diesen Mann ganz einfach erledigt. Eine traurige Geschichte. Warum erzählen Sie sie mir? Reden wir mal in aller Offenheit. Repressalien gegen das Lokal, die wurden erwartet. Deshalb haben wir uns mit den italienischen Justizbehörden in Verbindung gesetzt. Wir haben zusammengearbeitet. Und von dort kam die Nachricht, dass unter den Fluggästen nach München sich ein Mann befindet, der für die Mafia tätig ist, vermutlich. Und dann nannte man ihren Namen. Sehen Sie, und deshalb sitze ich jetzt hier und rede mit Ihnen. Wegen eines Gastwirtes, den man ermordet hat, weil er keine Schutzgelder bezahlen wollte. Und weil Sie, wie angekündigt, tatsächlich in München sind. Sie machen mir da eine erstaunliche Eröffnung. Ich weiß, ja. Also gut, meine Offenheit gegen Ihre Offenheit. Ich lebe seit Jahren in Rom und mir ist durchaus bekannt, dass man mich für einen Mitarbeiter der Mafia hält. Ein Irrtum, der sich einfach nicht ausrotten lässt. Meine Herren, ich bin in München, um meine Familie wiederzusehen. Meine Frau, meinen Sohn, meine Tochter. Und wir haben gerade einen wunderbaren Abend miteinander verbracht. Ich dachte, wir sehen dir mal an den Mann, den da die Mafia schickt. Nicht wahr? Ja, das ist ja allzu menschlich. Wenn man sich dafür interessiert, was ist dann an der Sache, nicht wahr? Was ist das für ein Mann? Wie redet er? Wie denkt er? Was spricht er? Und so weiter. Und wissen Sie es jetzt? Ja, Sie sind jemand, der nicht gleich die Nerven verliert, wenn man ihn der Zusammenarbeit mit der Mafia bezichtigt. Das zeugt von einer großen Selbstsicherheit, natürlich auch von einem guten Verstand, das ist klar. Nur eins, die Mordgeschichte, die interessiert Sie gar nicht. Ach, aber bitte, wie kann sie das denn? Mord ist doch etwas Alltägliches geworden. Wer weiß das besser als Sie? Ja. Ja, alltäglich, da haben Sie leider recht. Ja. Wann haben Sie denn Ihre Familie zum letzten Mal gesehen? Ich habe sie vor 8 Jahren verlassen. Was übrigens ein Fehler war, den ich wieder gut zu machen versuche. Ja, wir haben Sie gesehen, als Sie aus dem Restaurant kamen. Und ist Ihre Neugierde jetzt befriedigt? Halbwegs wenigstens. Ja, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, dass wir Ihre Zeit in Anspruch genommen haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich fand es gut, dass du ihn so direkt angegangen bist. Jetzt weiß er natürlich, dass es mit der Polizei zu tun hat. Ja, das hat er vorher schon gewusst. Er ist der Mann, der Scarletti hat erschießen lassen. Und er weiß genau, dass wir das wissen. 2 Herren von der Mordkommission? Ja.
Sie kamen in aller Unschuld, stellten sich vor, sagten, wer Sie sind und dass Sie mich für einen Abgesandten der Mafia halten. Das sind ja Dummköpfe. Da bin ich allerdings anderer Ansicht. Ich will das genau wissen. Wer ist dieser Derek? Versuchen Sie, das rauszubekommen. Mich interessiert alles, was diesen Mann betrifft. Dieser Pistolenschütze, kann ich ihn wiederverwenden? Ich habe das Gefühl, er wartet drauf. Mhm. Und was ist mit Ihnen? Wie meinen Sie? Wie fühlen Sie sich? Nicht so gut, habe ich recht? Wir werden 2 Tage warten, dann nehmen wir uns ein anderes Lokal vor. Welches schlagen Sie vor? Sie haben keinen Vorschlag zu machen? Nein. Mein lieber Freund, wir haben hier Probleme in München. Sind Sie auch eins? Nun machen Sie mal nicht gleich so ein entsetztes Gesicht. Wie finden Sie denn Cordas Bistro? Was halten Sie davon? Corda zahlt nicht, will nicht zahlen. Ein Mann, auf den viele hören. Irgendwie so etwas wie ein Kopf der kleinen Leute. Schauen Sie sich da mal um. Wenn das erledigt ist, denke ich, haben wir es überstanden. Und keine Probleme mehr. Ma certi sogni son come le stelle, raggiungibili però. Quanto è bello alzare gli occhi e vedere che sono sempre là. Ja, wir haben Zeit. Wohin? Zu dir ins Hotel? Warte, ich frag Bernhard. Vater lädt uns ein zu sich ins Hotel, ob wir Zeit haben. Er schickt uns ein Taxi. Natürlich kommen wir, sehr gerne. Ja, wir kommen. Ciao. Was heißt das, wir kommen? Wohin? Vater hat uns eingeladen. Er schickt uns ein Taxi. Aha. Er schickt euch ein Taxi. Wir werden das Taxi abbestellen. Kinder, warum begreift ihr das nicht? Euer Vater hat mich und euch verlassen. Ohne ein Wort zu sagen, ohne sich je wieder zu melden. Und jetzt auf einmal, aus heiterem Himmel, taucht er wieder auf. Der hat sich nicht geändert. Nicht im geringsten geändert. Mein Gott, was hat sie denn? Was du sagst, überzeugt sie nicht. Und mich auch nicht. Mein Liebling, alles, was ich sage, ist wahr. Es tut mir selber weh, dass es wahr ist. Auch nach so vielen Jahren. Aber er ist doch mein Vater. Das Taxi ist da. Ist da. Komm, wir gehen, Bernhard.
Guten Tag, Kriminalpolizei, mein Name ist Derek. Kriminalpolizei? Ja, keine Sorge, das ist der ein privater Besuch, den ich mir sehr gut überlegt habe. Und ich frage mich jetzt immer noch, ob es richtig ist, was ich tue. Ach, geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal nicht wissen, ob es richtig ist, was Sie tun? Öfter als mir lieb ist. Gut, kommen Sie herein. Danke. Also um meinen Mann geht es. Ich habe mit ihm gesprochen. Er sagte mir, er sei ausschließlich seiner Familie wegen in München. Ist das richtig? Sie stellen mir eine interessante Frage. Aber das ist nicht nur Ihre Frage, das ist auch meine. Aber warum ist es Ihre? Was macht Ihr Mann in Italien? Ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Sie wissen es also nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber was es auch ist, es ist wahrscheinlich erfolgreich. Weil es gehört zu seiner Lebensmaxime, immer erfolgreich zu sein. Ganz oben. Wo immer das ist. Mit allen Mitteln. So hoch oben, wo man selber entscheiden kann, was Recht und Unrecht ist. Bin ich Ihnen jetzt entgegengekommen? Ja, sind Sie. Und warum interessiert sich die Kriminalpolizei für ihn? Also gut. Ihr Mann hat mit der Mafia zu tun und höchstwahrscheinlich mit einem Mord. Geht's euch gut? Ja. Wir hatten einen irrsinnig schönen Nachmittag. Vater hat erzählt und alles war ganz neu für uns. Einfach aufregend. Und was hat er erzählt? Wie man lebt in Rom. Dass es da alles ganz anders ist. Schöner, aufregender, einfach interessanter. Und er kennt da ganz, ganz viele Leute. Die alle irgendwie eine Rolle spielen. Und dass er dazugehört. Hat er ein Wort darüber verloren, warum er uns verlassen hat? Ja, hat er. Er hat's erklärt, dass das Leben hier ihn einfach nicht genug gefordert habe. Er habe sich eingeengt gefühlt in einem Beruf, der nicht seinen Begabungen entsprach. Alles, was er sagte, war sehr glaubhaft. Laura? Ja, ja. Aber schau mal, was er uns gekauft hat. Ist das nicht hübsch? Tja, hübsch teuer. Sowas können wir uns nicht leisten. Vater hat uns wieder eingeladen, ihn in Rom zu besuchen. Er möchte uns gleich mitnehmen. Er kümmert sich schon um die Tickets. Mama, ich hätte schon irre Lust. Bernhard, lass mich allein, ja? Okay, Mama. Er hat ja nur einen Vorschlag gemacht. Kommission Klein? Hier ist Frau Heine. Herr Derek war eben bei mir.
Ich muss ihn aber unbedingt noch mal sprechen. Ja, der ist noch nicht hier. Ich erwarte ihn aber jeden Augenblick zurück. Kann ich dann kommen? Es ist sehr dringend. Ja, bitte, kommen Sie nur vorbei. Danke. Ja, bitte. Ach, Frau Heine, kommen Sie. Setzen Sie sich. Tja, also, mein Mann hat die Kinder zu sich ins Hotel eingeladen. Und sie sind jetzt gerade zurückgekommen. Ganz aufgelöst, begeistert, glücklich. Besonders Laura. Sie sagt, sie weiß jetzt, wie sehr sie ihren Vater vermisst hat. Das ist Liebe. Da kann ich reden, was ich will. Der Verstand hat überhaupt keine Chance. Auch Bernhard ist glücklich. Sein Vater imponiert ihm. Er hat einen imponierenden Vater. Soll ich Ihnen jetzt sagen, dass Ihr Vater bei der Mafia ist? Dass er nicht hier ist, um seine Familie zu sehen, sondern an einem Mord beteiligt ist? Muss ich Ihnen das nicht sagen? Nein, um Himmels Willen, ich habe Sie doch gebeten, es Ihren Kindern nicht zu sagen. Das sind doch alles nur Vermutungen noch. Wir haben keinerlei Beweise. Ihr Mann würde dem energisch widersprechen und Ihre Kinder, die würden ihm glauben. Er will Sie mitnehmen. Mitnehmen? Er kümmert sich schon um die Tickets. Das Mitnehmen nach Rom? Sie dürfen ihm nicht zeigen, wie entsetzt Sie sind. Gehen Sie zu ihm, sagen Sie ihm, ja gut, warum nicht? Ja, bitte, sagen Sie ihm, man kann doch über alles reden. Und denken Sie ständig daran, dass Sie wesentlich mehr wissen, als Ihr Mann weiß. Wollen Sie mich zu Ihrem Mitarbeiter machen? Nein, aber schauen Sie, wir haben doch die gleichen Interessen. Unser Mann hat sich Cordas Pistole angesehen, er sagt, es ist nicht ganz einfach. Man hätte eine gute Chance, entweder früh am Abend oder spät in der Nacht. Er möchte gern wissen, ob er es so machen soll. Und wann? Er soll es machen, so schnell wie möglich. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können über diesen Kriminalbeamten? Ja. Man sagt, es ist der beste Mann, den Sie haben. Hat er sich wieder gemeldet? Nein, das hat er nicht. Aber er wird es tun. Der kommt nicht hierher, nur um sich vorzustellen. Dieser Mann hat ein Konzept. Darum sage ich, bringen wir die Sache so schnell wie möglich zu einem Ende. Schau, Martha. Du besuchst mich? Ich weiß, ich habe ein paar Tage zugemacht. Morgen öffne ich wieder. Ich verstehe. Wenn du Hilfe brauchst, ich bin immer für dich da. Und werde versuchen, dir zu helfen, wo ich noch kann. Ach, das weiß ich doch. Ich habe viel zu tun, weißt du, mit der Veränderung. Nicht nur außen, sondern da drin. Ist alles ziemlich anders geworden. So wie ich das eigentlich gar nicht kenne. Willst du etwas essen? Aber ein Glas Wein. Ja, gern. Du, ich wollte dich um etwas bitten. Ich habe festgestellt, dass ich zu wenig Rotwein auf Lager habe und wollte dich fragen, ob du mir vielleicht mit einem Karton aushelfen kannst. Aber selbstverständlich. Ich hole schnell den Wein für dich. Es dauert noch einen Moment. Danke. Entschuldigung, ich glaube, wir kennen uns. Wir kennen uns? Restaurant Scaletti. Waren Sie da nicht mal Gast? Moment, ich erinnere mich. Ich hab's gleich. Ja, jetzt weiß ich's. Sie waren an dem Abend unser Gast, als mein Mann erschossen worden ist. Haben Sie nicht davon gehört? Ja, ich habe davon gehört. Der Mann mit dem Hund ging rein und Sie gingen raus. Ach, dann haben Sie gar nichts mehr mitbekommen. Was mitbekommen? Ja, dass mein Mann kurze Zeit danach auf dem Hof erschossen worden ist, als er dem Hund sein Fressen geben wollte. Ach, da waren Sie schon gegangen. Ja. Da war ich schon gegangen. Martha,
Ich habe alles vorbereitet. Bist du mit dem Wagen da? Ja, ich stehe hinten im Hof. Ah, gut. Wenn du dann gehst, bringe ich dir den Wein zu deinem Wagen. Aber trinke erst einmal dein Glas in Ruhe aus. Ne? Mir fällt gerade ein, ich habe nur eine Verabredung. Ich komme dann später wieder. Entschuldigen Sie. Du, ich muss auch noch so viel vorbereiten für morgen. Ich muss auch gehen. Gut, dann bringe ich dich hinaus. Ciao, Martha. Frag mal, ob Heini im Hotel ist. Wenn ja, will ich ihn sprechen. Ja? Okay. Also, der Täter ist verletzt. Wir haben hier Blutspuren. Fordern Sie bitte einen Hundeführer an. Ja? Herr Derrick? Ja? Kommen Sie bitte zu Herrn Klein. Danke. Heini ist auf seinem Zimmer. Er ist dran. Hallo? Ja, Herr Derrick, was gibt es? Ich wollte nur wissen, ob Sie im Hotel sind. Ja, ich bin im Hotel, jetzt wissen Sie es. Meine Frau ist gerade bei mir. Ach, tatsächlich? Dann geben Sie mir mal Ihre Frau. Ja, gerne. Da ist ein Herr von der Kriminalpolizei, der dich sprechen möchte. Ja, bitte. Frau Heine, sagen Sie Ihrem Mann, dass wieder ein Italiener erschossen wurde. Und wieder der Inhaber eines Restaurants, er heißt Corda, aber das wird Ihr Mann ja wohl wissen. Und dann sagen Sie ihm ruhig, dass Sie mich kennen. Du kennst diesen Derrick? Ja, ich kenne ihn. Er hat mich aufgesucht. Aufgesucht wozu? Um sich mit mir zu unterhalten. Worüber zu unterhalten? Über dich. Was du denkst, was du tust, wie du lebst. Was hast du ihm gesagt? Was ich ihm gesagt habe? Ich habe ihm gesagt, was ich auch den Kindern sage. Wenn sie mich nach ihrem Vater fragen. Dass du ein Mensch bist, der den Hals nicht vollkriegen kann. Keine Verantwortung kennt, kein Gewissen hat. Weil du dich selbst zum Maß aller Dinge machst. Warum ruft er hier an? Er sagte, dass wieder ein Italiener erschossen wurde. Ein gewisser Corda. Und dass du den Namen sicher kennst. Was? Derrick irrt sich. Ich kenne den Mann nicht, der da erschossen wurde. Ich habe den Namen nie gehört. Ich bin wirklich nur euretwegen in München. Der Kinder wegen. Die Kinder wiederzusehen, das war für mich ein großes Erlebnis. Sie waren heute bei mir und haben Sie dir noch gar nicht gesagt, dass ich Sie mitnehmen werde nach Rom?
Albert, ich bin verletzt, hilf mir. Warte, ich mach die Garage auf. Was machst du denn hier? Wie soll ich dir helfen? Weg von der Straße. Komm rein hier. Der Hundeführer ist jetzt da. Er nimmt die Spur auf. Gut. Also, der Verletzte muss irgendwo geblieben sein. Er ist verletzt, er braucht einen Arzt, er braucht gute Freunde. Haben Sie Namen von Leuten, die mit der Szene eng verbunden sind? An die 15, aber wir können Ihnen nichts beweisen. Was? Die nehmen uns vor, wenn es die ganze Nacht dauert. Der Hund muss mit. Komm. Er liegt bei mir in der Garage. Was mache ich? Die Kugel ist noch in seinen Beinen. Sie haben ein Problem, das nicht mein Problem ist. Es ist Ihre Sache, damit fertig zu werden. Ich frage Sie doch nur, was soll ich machen? Der Mann hat seine Waffe noch? Ja, die hat er noch. Es wäre gut, wenn es nach Selbstmord aussehen würde. Und wie gesagt, es ist nicht mein Problem. Menschenskind, was sagt er? Er sagt, er kann uns nicht helfen. Er meint, wir sollen es selber sehen, wie wir da rauskommen. Hast du noch die Waffe? Ja. Zensky! Sag mal, hier sind Blutspuren. Die führen hier bis zum Garagentor. Polizei! So, Ihre Kreditkarte dann noch? Danke. Und Ihre Rechnung? Danke. Wünsche eine gute Heimreise. Vielen Dank. Ich warte noch auf jemanden. Gerne, kein Problem. Hallo, meine Liebe. Wo sind die Kinder? Sie sind draußen. Mit Ihrem Gepäck? Sie haben alles, was Sie brauchen. Wie schön. Du hast verloren, meine Liebe. Du hast mich verloren und du wirst auch deine Kinder verlieren. Sie hier? Ich will Sie verabschieden. Oh, danke, das wäre nicht nötig gewesen. Ist mir ein Vergnügen. Gehen Sie nur raus. Mein Taxi ist da. Es wartet draußen auf Sie. Ja. Mein Gepäck? Ist auch schon bereits im Autoheim. Ja, dann gehen wir wohl. Mhm. Hallo, da seid ihr ja. Wo ist euer Gepäck? Hör ich was von Ihnen? Ja, Sie hören was von mir, Sie sind festgenommen. Hier ist der Haftbefehl erlassen.
Wegen des dringenden Verdachtes der Anstiftung zum Mord. Sie führen mir da jemanden vor, den ich nicht kenne. Wer ist das? Hören Sie, Ihre Anschuldigungen sind reine Fantasie und nicht beweisbar. Ich rede kein Wort mehr ohne einen Rechtsanwalt. Komm her, Laura, komm. Komm her. Du glaubst doch nicht, was man mir hier vorwirft. Dann geht doch alle zum Teufel! Il sogno di vedere il mondo. Non basta aprire la finestra. Il sogno di vedere il mondo. Non è mai il mondo a finestra aperta. Non basta aprire la finestra. Leggero, leggero, molto leggero.